Ja, hallo an alle Pineckle-Anfänger. Wir starten Pineckle. Pineckle liegt schon in der Taskleiste. Das ist Pineckle Studio Ultimate Collection. Hab da einen Segelfilm aus dem Jahre 2010, möchte schneiden. Hier ist einmal die Bildvorschau zu sehen. Hier sind die eingespielten Dateien mit der Dauer 30 Minuten. Also die, hier kann man dann in die Szenenauswahl hineingehen. So, hier haben wir dann zwei Videospuren und als die Deckspur vier Audiospuren. So, wir beginnen einmal. Wir ziehen einmal einen runter in die Timeline, einen Clip. So, spielen das ab. Schnitt. Ich habe da eigene Maus mit mehreren Tasten, die die Tastenfunktionen schon konfiguriert habe für die diversen Einstellungen, zum Beispiel hier mit der Rasierklinge schneiden, löschen, das habe ich alles auf der Maus voreingestellt. Wie gesagt, Schnitt, löschen, so jetzt haben wir da einen kurzen Clip drinnen. So, im Hintergrund sieht man eine Wahnsinnsjacht, das ist natürlich Griechenland, jetzt wissen wir, wo die EU-Gelder hingekommen sind. Schauen wir mal. So, rechts schon, Schnitt, löschen. In Verbindung mit der Bildschirmaufzeichnung sind einige Funktionen anders, komischerweise. Es gibt hier die Möglichkeit, mit einer oder zwei Videospuren zu arbeiten. So, gehen wir es wieder dazu, obere Spur dazu. Dann gibt es die Möglichkeit, hier den Vorschaubildschirm größer zu machen. So, schauen wir weiter, was haben wir denn noch drinnen? Das ist nur mein Testzwecke. Da wunderschöner Sonnenuntergang. So, dann haben wir hier die Übergangseffekte. Hier kann man im Setup, kann man Projektvoreinstellungen schon vornehmen. Überblendungen, die Dauer, Titel und Bilder, die Dauer, Tonblende. Machen wir da mal eine Sekunde. Okay, so jetzt sind die Überblendungen eine Sekunde lang. Oh je, müssen wir den Clip etwas länger ziehen. Wie gesagt, es ist einiges sehr, sehr mühsam. Der Rechner ist auch nicht gerade das Nonplus Ultra für HD-Schnitt. Schauen wir mal im Task Manager, da sieht man ja schon, was da passiert. Also der ist am Limit. Ich habe nur einen Dual Core mit nichts Besonderem und 2 GB RAM und da sind wir am Ende. Also da ist, mir wundert es ja, dass das überhaupt noch funktioniert. Er ist jetzt in der Renderphase des Übergangseffektes. Ist natürlich sehr mühsam. Das Gruppen wird natürlich auch sehr, man sieht ja, Grafik spielt nicht mehr mit, aber es ist schon die Überlegung da, einen neuen Spitzenrechner zu besorgen. So, hier kann man Gesamtbild, so nehmen wir das da wieder weg, diesen Task Manager Text. Die Auswahl klassischer Vollbildtext oder klassischer Overlay Text oder Vollbild Motion Titel oder Motion Overlay. Wir machen einmal einen Motion Overlay Titel. Test Text Pinacle, schreiben wir Pinacle, dann kann man hier die Größe sofort verändern. So, okay, Test Text Pinacle. Gut, so schaut das aus. Dann gibt es die Möglichkeit, die Schrift zu steuern, das heißt den Eingang der Schrift. Man lernt nie aus, ja. Dann sage ich okay. So, und jetzt habe ich hier den Text. Und im Hintergrund wird sofort wieder gerendert. Das kann man aber in der Schnittphase ausschalten. Projektvoreinstellungen, Videovoreinstellungen. Und hier kann man Hintergrundrendern ausschalten. Okay. So, das hat den Vorteil, dass sämtliche Bearbeitungen, Texte nicht beim Schneiden den Prozessor behindern.
Wenn das fertig ist, das Projekt, wird dann das Gesamtprojekt gerendert. So, das war mal die erste Sequenz. Dann gibt es noch eben Datei, das Projekt speichern, speichern als Testvideo. So, und das war's. Und viel Spaß beim Schnitt.